Hallo Elin, einen schönen Hallo Tag. zusammen. Alle Hallo. zusammen. Hallo. So, in dieser viel gearteten Aktivität, wie sie in meinem Geist auch passieren, also die vielen Aktivitäten, wie sie sich zeigen, möchte ich etwas herauskristallisieren, was auch bestens mit der Lektion des Tages in Verbindung steht, weil es vielleicht so nicht in die Richtung interpretiert wird und in dem Sinne auch nicht so gleich gesehen wird, wie praktisch das eigentlich gesehen werden soll und angewendet werden soll. Ne? Er spricht in der Lektion 299 von der ewigen Heiligkeit, die in uns weilt. Ne? Und das hat oft auch einen ganz bestimmten besetzten, Bedeutungs-, eine Aussage, Heiligkeit, ne? Und, wird gar nicht so recht dann so integriert, dass wir diese Heiligkeit wirklich sind und dass das wirklich etwas ist, was wir in jede Situation mitnehmen. Diese Lektion, wie sie sich da anbietet, ist eigentlich ein klarer Hinweis darauf, dass jede Art von Zweifel, jede Art von, es fehlt mir irgendetwas oder ich bin nicht fähig, ich bin nicht mächtig genug oder ich habe nicht genug Lichtenergie oder wie auch immer geartet, dieser Zweifel sich ausdrückt, dass diese Form der Ego-Denkweise wirklich überwunden werden will. Das ist, was hinter dieser Lektion des Tages steht. Und das ist auch, was wir hier einbringen möchten, mit ihm beleuchten, indem wir persönliche Situationen offenlegen. Ne? Dass dahinter eigentlich ein Denksystem steht, das gerne weiterhin sich mit Kleinheit in Kleinheit rechtfertigen möchte. Und das ist ja wirklich, was die menschliche oder menschliche Geistmisere ist. Ne? Wenn es diese Kleinheitsidee über einen selbst nicht gäbe, vielleicht würden wir nicht einmal irgendwelche Gespräche führen miteinander, weil alles so glasklar in unserem Geist wäre und in dieser Erkenntnis, dass wir immer ein Geist sind und in einem Geist verbunden sind und dass es vollkommen unmöglich ist, dass wir irgendeine Erklärung, eine Auflösung eines sogenannten Problems oder eine, ja, wie etwas gemacht wird oder wie es am besten gemacht werden kann, all das würde gar nicht da sein. Und es beginnt nirgendwo anders und endet nirgendwo anders als in dieser Erkenntnis, was bin ich denn wirklich, wie Gott mich schuf. Und das weit jenseits aller meiner Ideen und Vorstellungen, aller meiner religiösen Indoktrination über tausende von Jahren. Wir alle sind vollgestopft mit religiösem Wissen und haben sie eingereiht auch eingereiht, das weiß ich, das ist meine Wirklichkeit und natürlich ist das meine Erfahrung, ohne wirklich zu realisieren, dass Erfahrung in seinem Geist etwas ganz, ganz anderes ist. Das hat ja nichts mehr mit irgendeinem Wahrnehmungsobjekt zu tun, mit irgendeiner Referenz zu tun von einem Ich in einer Erfahrung. Dieses Ich ist dann absolut nicht mehr da und gegangen. Das ist die gute Nachricht dabei. Und dies wird eigentlich umschrieben mit heute, mit unserer Heiligkeit. Diese Erinnerung, wenn ich meine Heiligkeit wirklich anerkenne und erkenne, was sie ist als ich bin, dann bin ich genau an dem Punkt, an dem ich mich nicht mehr lokalisieren, Orientierung in Verbindung und Beziehung setzen kann, nicht weder mit einem Problem noch mit etwas, was ich als bereits sehr lichtvoll und förderlich und gut einreihe. Natürlich sind wir trainiert,
darauf und dachten auch, dass das genügen würde, nur der bösen Welt und dem bösen Nachbarn zu vergeben, der einem alles das antut. Und so wird, ist der Blick eigentlich geschärft worden, auf das Negative hinzublicken. Und das, na, das braucht ja unbedingt Vergebung. Und jetzt habe ich ja gelernt, es ist nicht nur da draußen, es ist auch in mir. Ne? Aber das Objekt ist nach wie vor eine Idee, die in einem Gegensatz steht, nämlich eine negative Idee. Und dann habe ich meine positiv heiligen und spirituellen Ideen. Aber diese heilige Anführungszeichen Idee ist nicht wirklich, was Heiligkeit ist. Wenn es in einem Gegensatz steht, ist es nicht wirklich. Ich meine, in einer bestimmten Lektion stellt es Jesus, stellt er die Heiligkeit zum Schuldgefühl oder zur Sünde gegenüber. Und das ist, was wir zuerst lernen, weil das bereits als gegeben oder als Wirklichkeit erfahren wurde. Die Auswirkungen der Sündegedanken oder der Schuldgedanken. So, und jetzt wird hier eine Alternative angeführt als die Heiligkeit. Aber worauf niemand in der Welt wirklich vorbereitet ist, ist, dass diese Heiligkeit das alles auslöschen wird, das alles konsumieren wird. Und es bleibt nur die Heiligkeit übrig. Und wenn du genau hinblickst in deinem Geist, dann siehst du, dass du genau darum gebeten hast, dass da nichts mehr übrig bleibt in deinem Geist. Du hattest auch an einem Punkt auch wirklich genug von deinen sogenannten guten, netten, schönen, spirituellen, heiligen, liebevollen, freudvollen Ideen, ne? Die sich immer wieder abwechselnden mit den Grollsituationen, mit den Schocksituationen, mit den sich nicht darin finden können, sich nicht in dem Sinn aufgehen können, geistig anerkennen zu können, wow, das bin ich insgesamt und das ist alles meins, sondern es ist besteht dann nach wie vor, wo, okay, das machen die anderen oder das ist ihre Sache oder das sind die Gruppe von Lehrern, die schon so weit sind und es schon so gut erkannt haben. Und da wird ja eigentlich die Trennung nicht nur manifestiert, sondern gefestigt. Ne? Aber worauf ich dich auch hinweisen möchte, ist, dass diese Form der Identifikation mit Ideen auf der Zeitlinie überhaupt nicht erforderlich ist, gar nicht von dir eingefordert wird, dass du dich mit etwas, was bereits das Licht deines Geistes reflektieren lässt, identifizieren müsstest. Du wirst nicht gebeten, dich mit einer Form zu identifizieren. Und dazu gehören alle Formen in diesem spirituellen Traum nach wie vor als Traum wahrgenommen. Egal wie geartet du sie lokalisierst in deinem Geist und definierst. Der Ziel dieses Kurses ist auch, dir zu zeigen, dass du frei bist und es nicht um Identifikation geht, sondern um Erkenntnis der Identität. Identität ist erkennen, was ich bin, wer ich in Wirklichkeit bin. Identität ist dieser Kontakt mit meiner Quelle, mit unserer Quelle, die Gott ist. Das ist Identität. Identifizierung braucht nach wie vor eine Idee als eine objektive Wahrnehmung, eine objektive Wirklichkeit. Und interessanterweise, wenn du dir das ansiehst, geht es ja gar nicht anders, dass niemand kommt wirklich zu einem großen, geöffneten Geist und einer Erfahrung des allumfassenden, ohne dass man sich nicht zuerst identifiziert. Warum eigentlich, ne, ist meine Frage. Warum brauche ich überhaupt diesen Weg, mich zuerst zu identifizieren mit Personen, mit Lehrern, mit Orten, mit Tempeln, mit religiösen Theologien, mit Grundsätzen? Warum kann ich nicht direkt diese Erinnerung eröffnen, die sowieso nie verloren gehen kann
und immer gesetzt ist, wie es in der heutigen Lektion zum Ausdruck kommt, als die Heiligkeit. Und der Grund ist wieder genau dieser Zweifel. Dieser Zweifel, ich bin ja nicht in einer Erfahrung oder ich habe ja nicht jetzt diese Erfahrung, diese Vibration von ja, vielleicht hat es überhaupt nichts mit Wahrnehmung zu tun. Weil wenn Wahrnehmung nach wie vor natürlich Wirklichkeit hat, dann hat auch sich identifizieren einen bestimmten Wert. Aber wenn Wahrnehmung ja sicher auch im Tierreich, auch wenn der Maulwurf nicht sieht, hat er trotzdem eine Wahrnehmung über sein sensorisches Fühlen, wo er sich befindet und wie er sich vielleicht orientiert, was weiß ich, ne? Die Maulwurf-Wissenschaft wird vielleicht ab jetzt intensiviert werden, ne? Und mehr und mehr kommen wir darauf, wie bestimmte Insekten sich eigentlich miteinander kommunizieren und orientieren, die das uns fasziniert, wo wir vielleicht ankommen darauf. Mein Gott, diese Küchenschabe ist eigentlich weiter fortgeschritten als dieser durchschnittliche menschliche Geist. Weil diese Küchenschabe macht keinen Unterschied zwischen gutem Essen und bereits verrottetem Essen. Zurück zur Lektion. Wir enden bei Küchenschaben, das ist eine Lehre, das ist wunderbar. Ja, ich bin eine Küchenschabe in der Gesamtheit, könnte ich mich deklarieren. Im Gebetsteil dieser Lektion 299 wird zuerst mal geklärt, okay, diese meine Heiligkeit ist nicht von mir. Ich akzeptiere, dass sie eigentlich bereits diesen Teil in mir repräsentiert, der Gottesgeist in mir eröffnet und erkennbar macht. Sie ist nicht mein, um durch Sünde zerstört zu werden. Ja, ich habe keine Mittel, weder als Küchenschabe noch als Mensch, um diese Heiligkeit zu zerstören, auszulöschen. Sie ist nicht mein, um unter Angriffen zu leiden. Und hier wird es bereits interessant in dem Bezug, was ich eingangs gesagt habe. Ne? Sie ist nicht wirklich da in meinem Geist, um kategorisiert zu werden, um unter Angreife zu leiden, ne? Und zu sagen, das ist ja niedriger, das ist ja nicht so spirituell, das ist ja, was ich jetzt unbedingt transformieren muss, das ist, was ich alles loswerden sollte, das ist, was ich alles eben in diesem neuen, anderen Licht erkennen sollte, wenn ich entlang gehe und gemäß praktiziere. Illusionen können sie verschleiern, doch werden ihr Strahlen weder ihr Strahlen auslöschen, noch ihr Licht trüben. Und das ist wirklich diese Aussage, die ich machen möchte. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit und Fähigkeit, das ist nur die Arroganz des Egos, zu meinen, dass hier eine Fähigkeit da wäre, das Licht der Heiligkeit zu trüben, ihr Strahlen auszulöschen. Es strahlt immer. Es wird bloß nicht erkannt, dass es immer strahlt in diesen Situationen, die als leidvoll und schmerzhaft empfunden werden, die als Trennung erfahren werden. Aber trotzdem ist das intakt, was wir als Gabe Gottes empfangen haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das ist, was Zeit einsparen kann, was das Wunder repräsentiert. Wenn ich in der schlimmsten, zerstörenden Situation mich erinnere, dass das, was ganz und heil ist, die Heiligkeit selbst in mir unangetastet geblieben ist,
und nach wie vor voll und ganz in der Gänze verfügbar ist, zu erfahren, zu teilen, mich zu erinnern, zurückzukehren zu diesem Wissen, zu dieser Erfahrung, ohne wirklich irgendetwas Großartiges machen zu müssen. Das wäre mit anderen Worten ausgedrückt die Aktion eines ganz einfachen und unmittelbaren Loslassens. Einfach loszulassen. Das Wahrnehmungsbild loszulassen. Das Gefühl, worin man sich energetisch gerade befindet, einfach loszulassen. Wieder zurück zu planschen in die Quelle dieser Heiligkeit. Das ist diese Einladung, die wir aus dieser heutigen Lektion noch für was immer für Abendstunden oder Zeiten mitnehmen wollen. Weil in dieser Erinnerung liegt auch die Erkenntnis zu sein, wie Gott uns schuf und nicht zu etwas anderem geworden zu sein. So, in diesem Sinne, vielleicht finden wir jetzt, indem dass der, selbst wenn der konzeptionelle Geist still geworden ist, doch das eine oder andere Beispiel, um dies noch einmal zu teilen und zu demonstrieren in etwas, was dich als Küchenschabenidentität offen zeigt und wieder zurückführt zu deiner Heiligkeit. Danke, ihr Lieben, danke. Und du siehst, dass selbst die Schwierigkeit, etwas dann hervorzubringen und zum Ausdruck zu bringen, bereits aufzeigt, wie schnell das geht, was ich als Loslassen beschrieben habe. Ne? Und es ist natürlich auch nichts falsch daran, zu sagen, na, eigentlich liegt es mir schon am Herzen, vielleicht nicht so sehr jetzt, um hier diese Aktion des Loslassens zu üben, sondern einfach nur auch mich zu zeigen und es zu teilen. Ne? Weil das ist ja auch die Aktion im Teilen selbst. In dem Moment, in dem ich es hier mit dir teile, teile ich es in Wirklichkeit mit ihm. Und natürlich, die Wahrheit ist, dass es sofortig und augenblicklich umgewandelt ist. Und mir gezeigt wird, dass das, was ich als Problem vielleicht noch gesehen habe oder auch was mich motivierte, offen zu legen, in Wirklichkeit schon zur Heiligkeit geworden ist. Aber sicher ist es so individuell, dass wir diese Notwendigkeit, etwas zu teilen, nicht für jemand anderen sagen können. Ne? Und das spüren wir jeden Moment, wenn wir in solche Situationen kommen, des Zusammenkommens, ob da eine Energie im Geist da ist, die etwas zeigen, aufzeigen, teilen möchte.
Und wenn es ein Moment der Stille ist, dann heißt das ja auch nicht, dass das nicht im nächsten Moment wieder eine Notwendigkeit ist. Aber die Stille selbst ist Bezeugung davon, was wir wirklich sind. Und dass in diesem Berühren des Ganzseins unseres Geistes wirklich kein Problem da ist. Ja, ich möchte was sagen. Mich macht es eigentlich, wenn ich das so in meinem Geist beschaue, sprachlos, dass diese Heiligkeit da ist, die mich in die Stille führt, wie du sagst, und dass ich sie aber auch nicht bemerkt habe, ne? Oder bemerke, dass das immer wieder, ja, in Situationen nicht bemerkt wird, ja. Diese wunderbare Heiligkeit, das ist ja, das macht mich irgendwie auch, ja, sprachlos, vielleicht auch betroffen, ja. Dass das immer so wegflutscht. Das ist das, was bei mir so jetzt hochkommt. Ja, Einfach danke dir. oh, so ein Oh, ja. Oh. Ja. Und das ist natürlich auch nicht ohne einer Beleuchtung so hinzunehmen, ne? So, ich danke dir wirklich, das aufzubringen, weil es sieht so normal, natürlich und so einfach aus, dass es vielleicht im Geist so aufscheinen, müsste ja gar nicht beleuchtet werden. Aber es ist absolut nicht nur ein Thema, sondern ein ganz, ganz wesentliches Thema. Vielleicht das Thema, so wie ich es ja auch ausgeführt habe eingangs, ne? Weil es wird zu dem einen Thema, weil ich mir ja dann vorstelle, ich wäre jetzt eben nicht diese Heiligkeit oder in Kontakt mit seinem Geist, die mir diese Heiligkeit anbietet. Und das ist ja die größte Selbsttäuschung, die wir zugelassen haben, die wir angenommen haben. Und um dem eigentlich diese Umkehrung entgegenbringen zu können oder zu sehen, wie diese Umkehrung dann auch so ganz sanft und liebevoll und mit von ihm begleitet, sich auch zeigt, bedarf es natürlich eine immense Schärfung und Aufmerksamkeit dessen, was ich anstatt dessen in meinem Geist mache. Weil ich muss etwas anstatt dessen machen. Ja? Das ist bereits die Antwort auf die Frage, die danach folgend wäre, warum ist denn das so? Ne? Warum ist es das so, dass ich dann die Aufmerksamkeit oder das Gewahrsein über diese Heiligkeit aus nichts heraus anscheinend verliere? Und ganz bewusst sage ich anscheinend, weil es nur anscheinend ist. Wir verlieren sie nicht in Wirklichkeit, aber anscheinend wird sie verloren. Warum ist denn das so? Warum ist es so, dass Mensch anscheinend sein Gewahrsein und seine Erfahrung, sein Bewusstsein über die Heiligkeit verliert oder denkt, dass er sie verloren hätte, verlieren könnte. Und ich glaube, einer der bedeutsamsten Antworten, mit denen ich etwas anfangen kann, ist einfach der Hinweis, dass der Geist einen Fokus auf einen begrenzten Gedanken gelegt hat, auf einen illusionären Gedanken gelegt hat. Im Kurs wird das Wort substituieren verwendet. Es wird buchstäblich ausgetauscht im Geist. Du tauschst die Heiligkeit aus mit einem Wahrnehmungsbild, das du gemacht hast, das du als was immer für ein Bild deiner Welt, deiner selbst bezeichnest. Und dieser Austausch, der findet nicht zufällig statt. Er findet nicht statt, weil es so in der Natur entspricht und so sein muss oder
zu Gottes Gesetzen gehören würde. Dieser Austausch findet nur durch des Menschen eigene Entscheidung und Wahl statt. Du entscheidest das, ich entscheide das, Moment für Moment, was ich als meine Wirklichkeit anerkennen will und erfahren will. Und wenn ich es erfahre, dann weiß ich es auch, dass ich es habe, dass ich es bin und dass es unmöglich ist, es zu verlieren. So, was lernen wir? Wie geht der Weg in der Geistesschulung? Es wird mir gezeigt, dass ich Möglichkeiten finde, hier diesen Ersatz, diesen Austausch nicht mehr zu vollziehen. Diese uralte Entscheidung, ständig neue Illusionen mit neuen Bildern und anderen Illusionen auszutauschen, nicht mehr weiter fortsetze. Ich kann tatsächlich entscheiden, nur den Himmel zu sehen. Ich kann tatsächlich entscheiden, jetzt dies alles anders zu sehen, gesamtheitlich anders zu sehen. Das heißt, mit dem Auge des Heiligen Geistes zu sehen, mit dem inneren Auge zu sehen. Und wenn ich mit dem inneren Auge, selbst in der Übung jetzt, auf was immer hier weltlich erscheint, anwende, dann muss ich mit der Wahrheit ehrlich sein. Und diese Ehrlichkeit zeigt mir, dass ich wirklich nicht sehe, wie es jetzt ist. So, all meine Ersatzobjekte, die ich verwendet habe, um diese Heiligkeitserkenntnis auszutauschen, Moment für Moment, bedarf meine Zustimmung, meine Anerkenntnis, all meine objektive Wirklichkeit, alle Bilder meines Traumes bereit zu sein, nicht mehr als hier zu erkennen. Und vielleicht finden wir über so einen Zugang einen viel, viel stärkeren Bezug zu Lektionen, die ausdrücken, was ich sehe, ist nur die Vergangenheit. Ich sehe nur auf die Vergangenheit und die Vergangenheit ist vorüber. Vielleicht bekommt das so eine Stärke, weil erkannt wird, dass dieses Erkennen und dieses Mitgehen die Vergangenheit vorüber und vorbei sein zu lassen. Und das heißt, alle Bilder, die ich wahrnehme und Vergänglichkeit, also Wechsel, Wandel aufweisen, die Qualität des Wandels repräsentieren, dass ich sie anerkenne, dass ich auf etwas schaue, was gar nicht ist, was gar nicht da ist, was gar nicht da sein kann, was nie in Wirklichkeit da war in seinem Geist. Ich habe es wieder noch einmal nur geträumt, sagt Nena, ne? Nur geträumt. Das ist für mich tatsächlich die Essenz von diesem sich erinnern, wer ich bin, als die Heiligkeit ist dieses Geschenk, diese Gabe, die ich von Gott erhalten habe in der Schöpfung selbst. Und ich bin bereit, hier nicht mehr den Weg zu gehen, auf dem ich dann wie schon immer über tausende von Jahren mir sage, ah, und jetzt bin ich in einer anderen Wirklichkeit, sondern diese Beständigkeit der Selbsterkenntnis in jedem Augenblick zu erinnern. Ja, ich kann in jedem Moment wirklich mein Selbst kennen. Das ist, was angeboten wird. Und wenn ich mein wahres Selbst erkenne, dann weiß ich auch, dass dies dasselbe ist, wie meine Heiligkeit wieder zu empfangen, anzuerkennen oder nicht in meinem Geist dahin zu gehen, wo ich meine Heiligkeit erlaube, zu einem vergänglichen Bild zu werden, ausgetauscht zu werden. Hat dir das irgendwie geholfen in der Richtung? Oder?
Ja, ich spüre das, ja, ich nehme das wahr. Ja, so es ist eigentlich etwas ganz Simples, wie du siehst. Ja. Ja? Da ist nichts Kompliziertes dabei, aber es ist die gesamte Macht der Entscheidung, die Ja. den Unterschied ausmacht. Ja? Ja. Und es bedarf, wie du auch sehen kannst, es bedarf immense natürlich, alle Gewahrsamkeit, alles Gewahrsam, dass ich das an dem Moment dann auch finde. Aha, hier tausche ich es auch. Da, Hier wo ich wähle ich, dass, hier wähle ich, dass dieses Bild Wirklichkeit annehmen darf. Und wenn ich da ansetze, an diesem Anfangspunkt, ne, dann habe ich sehr gute Karten. ja, ist eine Übung, klar. Das ist zuerst eine Übung und dann wird es wirklich etwas vollkommen Automatisches, weil es der Natur entspricht, sich selbst zu erkennen. Ja. Und das heißt, das heißt übersetzt, der Illusion wirklich keine Wirklichkeit mehr zuzuteilen, zuzuordnen. Und dann kommen wir an, auch wo wir sagen können, okay, was immer jetzt im Traum, in der Welt passiert, mich kümmert das nicht mehr. Ne? Aber das ist dann nicht mehr eine konzeptionelle Aussage, sondern das wird dann gelebt. Ne? Dass da keine Verbindung, dass eine vollkommene Gelassenheit da ist. Ob jetzt immer, was immer für Szenarien an was alles Schlimmes in der Welt passiert und wer hätte das gedacht, was wir jetzt wahrnehmen, dass es jemals so weit hätte kommen können. Ne? Und vielleicht jeder von euch wird sich hoffentlich schon überlegen, ob er einen Kaminzugang hat und vielleicht sich vielleicht nicht doch einen Holz- und Kohleofen für den Winter zulegt. Ne? Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Aber das braucht nicht aus einer Kummer- und Sorge-Idee kommen, ne? Sondern wirklich, was immer wir machen, können wir mit dieser Heiligkeit, im Mitnehmen der Heiligkeit, absolut genießen und uns erfreuen. Und weil eine Erkenntnis dann da ist, ich habe nicht wirklich einen Bezug, weder zum Holzofen noch zum Gasmangel, der eventuell auftreten wird, höchstwahrscheinlich. Und wenn nicht diesen Winter, dann nächsten Winter. Dorothea, du hast leicht lachen, du hast einen Holzofen. Ich weiß es von dir. Okay, sprich zu uns, was möchtest du teilen? Ja, heute Morgen zum Beispiel, da bin ich aufgewacht aus dem Traum heraus, wusste genau, das ist ein Traum und wusste auch noch ganz genau, was Traum ist und was nicht mehr Traum ist. Also nur um diesen Punkt hervorzuheben. Aber wirklich, aber in dem Bewusstsein zu leben, dass ich immer in Christus bin und ja, das erfordert einfach immer wieder die Hingabe und die Umkehr, möchte ich es nennen, nach innen. Ja, das Wort Gottes mal wieder vorsprudeln zu lassen, in Erinnerung zu bringen, drüber meditieren. Ja, für mich ist schon vieles, vieles neu, was der Kurs so sagt, oder was jetzt mir so offenbart, dass das, was ich im Außen so sehe, dass es ich projiziert habe. Also da bin ich noch nicht so ganz sicher, dass ich da alles projiziert habe. Aber das müsste man ja gemeinsam dann projiziert haben. Zum Beispiel die Autos. Ich würde zum Beispiel keine Autos mehr projizieren wollen. Und dieses alles, dieses Geschehen. Aber es gibt ja kein Gemeinsam. Ne? Es ist ja alles nur mein Geist und in meinem Geist. Ich mache es alles. Wir produzieren ja nichts gemeinsam. Aber auf Nee, diesen da habe ersten ich nicht Teil gedacht. einzugehen, ne? Weil irgendwie machst du ja diese Aussage auch, na, selbst am Schluss jetzt mit den Autos, dass die Wahrnehmung nicht vollkommen beständig ist in dieser Heiligkeit und sehr wohl eben noch hier und da die
die böse Welt identifiziert wird, sagen wir mal dazu, oder das, was falsch liegt in der Welt. Ne? So, wo ich zurückgehen möchte, ist, und das ist eigentlich, wofür ich aufstehen möchte und mich selbst lehren möchte, einzig lehren möchte, ist, dass ich sehr wohl anerkenne, dass alles, was ich bislang gemacht habe, ne, in diesem Üben, in diesem Versuchen, mich zu erinnern, dass sich die Heiligkeit neu und wieder eröffnet, ich nicht 100% Erfolg hatte. Und das ist, was du eigentlich dahinter beschreibst. Ja. Weil das ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir das machen. Ne? Das machen wir Leben für Leben für Leben lang, tausende von Jahren bereits. Ne? Und wir sind alle, wir sind perfektionierte Meditierer und Gebetsbetende. Ja. So, worauf ich wirklich abzielen möchte, ist, dass selbst dieses Üben oder dieser Aufwand, diese Energie, etwas damit zu tun, auch nur etwas Vorübergehendes ist. Und letztendlich von ihm selber in der Offenbarung ersetzt wird. Und wofür ich aufstehen möchte, ist wirklich, dass es noch viel einfacher ist als irgendeine spirituelle Praxis oder Anwendung. Viel, viel einfacher. Was ist einfacher als irgendetwas spirituell zu üben? Einfacher Sein. nur, genau. Und das ist die Erkenntnis selbst, das ist der Gedanke selbst. Ja? Die Erkenntnis selbst, die wahre Erkenntnis, ist einfacher als jegliches Üben und Praktizieren, Tun, weil es ja nach wie vor ein Tun umfasst. Und Erkenntnis ist, ja, ist wirklich zuzulassen, dass es da ist, wie du richtig sagst, es zu sein, dass ich es bin. Ja? Das ist ein Gedanke. Das ist ein ganzer Gedanke. Ja. Weil wenn ich Heiligkeit bin und selbst wenn ich es zuerst nur konzeptionell definiere und ausspreche oder mich das lehre, werde ich nicht umhinkommen, es im nächsten Moment wirklich zu sein. Ohne Worte, ohne einer Welt, auch ohne einer Vorstellung von, wo es lang gehen sollte. Es ist ein wirkliches Darin sein und verschwinden, als diese menschliche Konzeption, die in ihrer Falschheit sich dann zeigt, dass sie eben gar nicht da ist, dass sie wirklich nur konstruiert wurde. Und wir lieben es in Spielfilmen, wenn wir das sehen. Wenn sich irgendetwas, was so wirklich gehalten wurde, sich Ja. einfach auflöst und verschwindet. Weil jeder von uns weiß, dass es in Wirklichkeit so ist. Dass es gar nicht da ist. Ne? Ja, danke. Danke. Ja, schön, schön, ihr Lieben. Und deswegen ist mein einziges Gebet ist in dem Sinne nur, zeige mir von Neuem, zeige mir wieder, zeige mir, was die Wahrheit ist, zeige mir, wer ich wirklich bin, zeige mir, was die Erfahrung des Darinseins ist. Und das ist auch nur, immer nur eine Erneuerung, was bereits offenbart wurde. Das ist die Wiedergeburt. Die Neugeburt ist, drücke ich es sogar besser aus als Wiedergeburt. Weil es etwas Erfrischendes ist, die Wahrheit erfrischen als einzigartig nur die Wahrheit, nicht etwas, was ich bereits aus der Vergangenheit kenne, aber ich erkenne es als die eine einzige Wahrheit. Und das ist dasselbe wie die Heiligkeit zu erfahren, zu sein, anzuerkennen, zu sein. Ja, wie fühlt sich denn das denn an? Genauso, wie es sich für dich jetzt anfühlt. Meine weitere Frage wäre,
kannst du es versuchen zu beschreiben, viel Glück, aber es spielt letztendlich dann keine Rolle mehr. Beschreibe es, wie du möchtest. Und wir beschreiben es in unseren Lehrdemonstrationen, ob in unseren persönlichen Beziehungen oder im Klassenzimmer. Aber es braucht keine Beschreibung in Wirklichkeit. Und wie du siehst, da ist der Geist einfach in Stille, ist still und dehnt diese Stille zu sich selbst aus. Und damit ist die ganze Welt still. Wenn die Welt still ist, dann ist sie auch nicht mehr da. Dann ist es ein kleiner Schritt zu sehen, oh, vielleicht sehe ich hier wirklich nur eine holographische Projektion, die ich gemacht habe. Ne? Vielleicht bin ich im, wie heißt es, Christiane? Holodeck. Vielleicht bin ich wirklich immer nur im Holodeck und erfahre genau das, was ich ausgewählt habe, was ich wählen möchte. Oh, das fühlt sich aber so schmerzhaft an. Ja, das habe ich ausgewählt, aber vergessen, dass ich es gewählt habe. Und jetzt darf ich mich erinnern, dass ich es gewählt habe und niemand anderen für mich gewählt hat. So, Erwachen ist ein Erwachen aus dem Holodeck. Ist ein gesamtes Erwachen aus jeglichen Traumbildern. Ja? Sind Sie da d'accord? Das ist ja ein alter jüdischer, ne, Ausdrucksweise. Das können nur die, die da Jahrtausende lang drinnen waren, wie wir alle. Das ist, warum wir hier zusammen sind. Das ist Family. Ne? Wir haben gerade Family. Wir treffen uns wieder zum Schabbat. Ne? Ach, ihr Lieben, schön, schön. Ich freue mich total, dich wiederzusehen. Okay, dann lassen wir so noch einen Song zu teilen und so gehen wir in der vollen Freude und glücklich sein, ja. Wunderbar, wunderbar. Etwas Spanisches, ja?